alles andere als langweilig und trocken. Bei der Wohnungsgenossenschaft Schwedt geht es bunt und fröhlich zu. Das Mehrgenerationenhaus im Lindenquartier ist zu einem generationsübergreifenden Treffpunkt für die Stadt geworden. Auch heute herrscht wieder viel Trubel in der zentralen Begegnungsstätte. Die Genossenschaft macht ja wenigstens viermal im Jahr ihre sogenannten Genossenschaftstage, eigentlich immer jahreszeitenbezogen, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Herbst ist, wir haben also den kunterbunten Herbst dieses Jahr ausgerufen. Thema ist alles rund um den Apfel oder um Apfelsorten. Und da haben wir so ein kleines Bastelprogramm, Informationsprogramm vorbereitet, noch ein bisschen Essen und Trinken zum Thema Apfel. Was kann man aus Äpfeln machen? Wer bietet Äpfel an? Welche Sorten gibt es? Apfelbaumschnitt zeigen wir und solche Sachen. Für das gute Gelingen des herbstlichen Genossenschaftstages hat sich die WOBAG kompetente Hilfe ins Boot geholt. Yvonne Tietze von der Landmanufaktur Königin von Biesenbroe ist heute unterstützend dabei. Wir arbeiten schon seit Jahren mit der WOBAG zusammen in unserem anderen Berufsbereich in der Projektentwicklung und kennen uns daher sehr intensiv und sehr lange. Und die WOBAG hat uns auch, als wir die Landmanufaktur gegründet haben, auch von Anfang an mit unterstützt. Und war es ein logischer Schritt, dass wir uns natürlich gefreut haben, heute die Einladung zu bekommen, hier an diesem tollen Fest teilzunehmen. Und wenn die Königin von Biesenbroe mitmischt, dann ist Rätselraten über das Veranstaltungsthema wirklich absolut überflüssig. Die Uckermärkerin bringt es auf den Punkt. Der Apfel, ganz klar der Apfel, und zwar in seiner Sortenvielfalt. Wir propagieren und geben bekannt, dass der Apfel nicht gleich Apfel ist, sondern unglaublich vielfältig ist und wir ihn zur Veredelung benutzen. Wir machen ganz, ganz tolle, leckere Apfelsäfte draus und unser Hauptprodukt ist ein Apfelcremant, was ein Apfelchampagner ist, nur dass wir ihn so nicht nennen dürfen und der unglaublich lecker ist. Lecker geht es heute auch im Mehrgenerationenhaus zu. Das Thema kunterbunter Herbst wird kulinarisch abwechslungsreich umgesetzt. So fährt die Küche mit kandierten Äpfeln, Apfelzwiebelkuchen, Apfelkäsekuchen oder auch Apfelkürbissuppe auf. Und das ist längst noch nicht alles. Die Besucher erfahren, wer der Minister von Hammerstein ist und was es mit dem roten Bosskopf und dem Winterbananenapfel auf sich hat. Und weil ja bekanntermaßen Herbstzeit auch Bastelzeit ist, können kreative Besucher unter fachkundiger Anleitung kleine Kunstwerke aus knackigen Äpfeln zaubern.